Grüß euch, ich bin der Schauringer Josef aus St. Roman. Ich bin Schafzüchter und das sind meine besten Mitarbeiter. Schafe werden seit Menschengedenken gezüchtet. In Österreich werden heute ca. 420.000 Schafe gehalten und in Oberösterreich halten 3.000 Schafhalter ca. 63.000 Schafe. So, und jetzt kommt's mit, jetzt zeige ich euch einen Rest von meiner Rasselbande. Wir sind jetzt auf der Geburtenstation bei mir im Hof. Diese zwei sind vor circa einer Stunde auf die Welt gekommen und wie man sieht, sind alle gesund. Nach einer Woche der Angewöhnung kommen die Lämmer mit den Müttern in diese Bucht, den sogenannten Lammkindergarten, natürlich mit Auslauf. Also Schafe werden einmal grundsätzlich auf Stroh im Stall gehalten im Winter und werden mit Heu und Silage gefüttert. Und im Sommer holen sie sich natürlich ihr Futter von der Weide. Zur artgerechten Haltung von Schafen gehört natürlich eine richtige Pflege dazu. Wichtig dabei ist die Klauenpflege, um die Gesundheit der Tiere zu gewährleisten. Zur richtigen Körperpflege gehört natürlich auch ein Haarschnitt. Wie das bei den Schafen funktioniert, zeige ich euch jetzt. Kleinere Wollmengen werden von Direktvermarktern zu Dekorationszwecken oder für Kleidungsstücke verwendet, jedoch der Großteil geht zur Dämmstoffindustrie. Heute spielt die Wolle eine untergeordnete Rolle. Der Hauptzweck der Schafhaltung in Österreich ist jedoch die Landschaftspflege, die Milchschafhaltung und die Produktion von Lammfleisch. Das Schöne an meinem Beruf ist der artgerechte Umgang mit Tieren und mit der Natur.